Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary und Metatron und wir spielen bei Hearthstone das Kartenchaos der Maskenball. In der Sie-7 Villa in Sturmwind findet jedes Jahr ein grandioser Maskenball statt. Und das Tolle ist, Diener, die sterben, werden als zwei weniger neu belebt. Also wenn einer 4 Mana-Kristalle hat, kommt auf einmal ein 2 Mana-Kristall zurück. Hier sollte man also schauen, dass man relativ viele Mana-Kristall-Pets aufs Deck legt. Außer man kann natürlich mit Zaubern gut punkten. Aber ich habe jetzt hier mal ein paar hohe Diener, also ein 4er, ein 6er Diener. Ich habe aber auch den Jäger genommen, damit ich auch mit 2 Mana-Kristallen einfach mal Schaden machen kann. Das war für mich auch relativ wichtig. Und setze das Leben eines Dieners auf 1, damit wir auch dann relativ schnell dem seine Diener töten können. Natürlich auch ein Fass, damit wir damit schießen können. Also eigentlich, was man so alles braucht, wie auf dem normalen, im normalen Deck, nur dass ihr es, hier mal mit Ersatzdienern zu tun bekommt. Wenn also einer stirbt, kommt ein neuer Diener hoch. Außer der Diener hatte nur 1 oder 0, dann verschwindet er komplett. So, er hat mir jetzt sofort in den ersten zwei Runden 2x3 Schaden gemacht. Ich komme jetzt erst mit 2 Mana zu 2 Schaden. Also er geht so im Moment in Vorsprung, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Jetzt noch die Waffe und macht mir schon wieder Schaden. Jetzt schauen wir doch mal. Also, mittlerweile haben wir 3 Stück und hauen einfach mal das Fass auf ihn. Hauptsache Schaden austeilen. 25 zu 23 Leben. Danach kommen Mobs aufs Brett. Dann kann ich nämlich meinen Kernwüterich legen. So, einen Schaden macht er und kann er was legen? Nur sein Dolch. Na gut, legt er also keinen Diener. Und wir nehmen jetzt den Kernwüterich. So haben wir den ersten mit Schaden auf dem Brett. Und danach legen wir hier den Ansturm, also das Tundra-Nashorn. Wenn der Kernwüterich jetzt stirbt, kommt dafür ein neuer Diener. Mal schauen, wie das jetzt läuft. Okay, wenn der Kernwüterich wieder auf meine Hand geht, kommt natürlich kein neuer Diener. Das war jetzt der Vorführeffekt, der hat leider nicht funktioniert. Also die nächste Runde. Gut, er hat wieder keinen auf dem Brett. Dann kann ich wieder legen und kann sofort damit angreifen. Wunderbar. 23 zu 21. Mich wundert so ein bisschen, dass er gar keine Diener aufs Brett legt. Theoretisch hat er jetzt 5 Mana, also er muss doch jetzt mal einen Diener legen. Und sofort ein Spot-Diener, damit man auch gar nicht an ihn rankommt. So, 20 zu 23. Jetzt könnte ich... Ich lege mal hier den Großen, damit, wenn der stirbt, ein 4er zurückkommt. Damit kann ich auch, weil er jetzt sofort Ansturm hat, ihn töten, bekomme dadurch 2 Hyänen und kann jetzt hier sofort den auch noch killen. Also das hat gut gepasst mit diesem Ansturmgegner hier. Und der Ritter, der da kam, auch wenn er jetzt euch fragt, warum kam da noch ein Ritter? Ganz einfach, weil der große 6er-Mob zu einem 4er-Mob wurde. Einem zufälligen. Darum hatte ich auf einmal noch einen auf dem Deck liegen. Das Schöne ist, die haben Ansturm bekommen, jedenfalls die Wildtiere, weil ich das Nashorn liegen habe. Okay, jetzt 17 zu 19. Schauen wir doch mal. Jetzt hat er eine dicke Spotkarte gelegt, den kennen wir ja. Jetzt können wir wirklich mal überlegen. Wir gucken mal hier mal mit einem Mana in mein Deck rein, was wir denn da so haben. Den Nervothron, wunderbar. Da kommt er dann nicht durch, so bin ich ein bisschen geschützt. Dann könnte ich noch hier den Ansturm legen oder den Tierbegleiter, den zufälligen, lege ich mal. Ja, da haben wir einen Spot und den Nervothron, 2 Spots, ist doch wunderbar. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwie 5 Schaden... der Tierbegleiter nehmen wir sofort mal und hauen den wieder weg. Weil wir haben ja Ansturm. So, wunderbar. Er kriegt auch einen Ersatzmob. Wie gesagt.
Wenn man 6 Mana ausgibt, kriegt man einen 4er zurück. Da ist also der 4er dafür. Und jetzt müssten wir mal schauen. Im Moment sehe ich so, dass der Nervotron liegen bleibt. Oder ihn wegmachen könnte. Aber dann habe ich immer noch 4 Schaden am... da kommt der nächste Spot. Gut, vielleicht sollte ich mal den Mehrfachschuss benutzen jetzt und meinen Ansturm-Murloc. Gucken wir mal. Der nervt natürlich, der Spot hier. Ja. Er macht mir Schaden, damit er mit dem Drachen den Nervotron weghauen kann. Ist ja normal. So. Das Schöne ist, 2 minus 2 sind 0 und Nullerkarte ist hier wieder eine Übungspuppe. Also wieder ein Spot da. Wunderbar. Und jetzt teilen wir doch mal Schaden aus. Einmal, dass alle beide Schaden kriegen hier. Zack, zack. So, der Drache hat nur noch 2 Leben, das ist gut. Und jo, jetzt könnte ich wieder einen zufälligen Diener herbeirufen. Da kommt ja ein ganz guter meistens raus. Vielleicht auch Windzorn oder sowas. Oder ich lege mal ihn hier. Genau, den Kernwüterich. Und der haut ihn weg. Das Nashorn haut den Drachen. Oh, da kam ein Ersatz. Uralter Wächter, okay. Das Nashorn macht auch Schaden. Wir machen jetzt einfach Schaden auf ihn. Er hat nur noch 8 Leben. Wenn er jetzt nichts mehr ausrichtet, dann ja, ist er eigentlich tot, weil mein Kernwüterich und meine 2 Mobs. Ansonsten schießt mein Bogen und mein Ansturm-Murloc. Also wenn er jetzt hier noch irgendwas gebacken bekommt, dann wundere ich mich aber. Komm Junge, du hast verloren. Kann nicht angreifen. Also was dieser dicke Jean da soll, ist er dann gut als Spot? Also das habe ich noch nicht gerafft, was das für eine Karte sein soll. Oh, er heilt sich um 8 hoch. Das wird wohl sich dann doch noch ein bisschen hinziehen. Mal schauen, ob wir es schaffen. So, der haut mir meinen Spot weg. Der andere kann nicht angreifen, habt ihr ja gerade eben gelesen. Jetzt wird's interessant. Fügt einem 5 Schaden zu und den daneben 2. Ja, das wäre doch gut. Dann hätten wir den Genie weg und den Drachen weg. Dann wäre nur noch dieser Heilbot da. Und der Rest müsste dann ein bisschen Schaden mal austeilen. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. 18 zu 16. Ja, und? Oh, er verstärkt noch seine Waffe. Jetzt müssen wir ein bisschen was wegräumen, sonst sind wir auch vielleicht im nächsten Zug schon tot. Da haben wir nochmal ein Tundra-Nashorn. Also, erstmal vielleicht eine Spotkarte. Nein, aber eine Ansturmkarte. Wunderbar. Wir schießen 2. Und haben hier noch einen Ansturm. Das war's. 2, 4, 8, 10, 12 und Abschuss. Bumm, 14. Das war doch super. Und damit haben wir das Kartenchaos durch. Und für das Kartenchaos kriegt man auch Questbelohnungen. Wir bekommen auch eine Packung. Beim ersten Mal, wenn man es gewinnt, bekommt man ja eine Packung. Also schauen wir noch schnell in die Packung hinein. 3 Siege am Stück kriegt man auch nochmal eine Belohnung. Da habe ich wohl vorher irgendwo anders gespielt. Oder ich habe mich gerade verguckt. Kann auch sein. Okay, dann gucken wir doch mal, was in der Packung drin war. Vielleicht ist da irgendwas Legendäres drin. Wow, jetzt wird's spannend. Und? Oh, einen goldenen entfesselten Elementar. Nee, zweimal die gleiche Karte, so ein Mist. Uralter Wächter, mit dem man gar nichts anfangen kann. Das Heldenopfer. Und das ist auch gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Beim nächsten Mal geht's wieder ins Solo-Abenteuer zum nächsten Boss. Bye, bye.